Hallo und willkommen zurück zu Factorio Panodon. Ja, ich habe einfach mal den Bahnhof von oben kopiert und mal hier hingesetzt und dann Roboport hingesetzt. Und jetzt warten die Roboter noch auf eine Kiste mit Materialien und dann können die schon mal anfangen zu arbeiten, während wir schon wissen, wo ist hier Platz, wo wird hier Platz gebraucht für den Bahnhof. Also den brauche ich ja gar nicht. Und können dann das Zinkwerk entsprechend mal planen. So, ihr braucht auf jeden Fall hier mal ein paar Gleise, ein paar Strommasten, Signale und Haltestellen. Und das gebe ich euch auch mal. Normale Fließbänder jetzt erstmal noch nicht, müssen wir mal gucken. So, dann konnte ich das nicht vollständig kopieren, weil da ja nach oben andere Sachen im Weg sind. Deshalb. Muss ich einen Teil hier nochmal eben von Hand setzen. Und den Anschluss unten muss ich natürlich auch noch machen. Also von hier unten kommen die Züge dann. Eben kurz so. Da. Und wir müssen noch teilweise sagen, dass da Flüssigkeiten reinkommen und so. Die Liste habe ich mir noch nicht gemacht, welche Materialien wir alle brauchen. Hier beim Bahnhof, das jetzt, wo der Bahnhof da erstmal steht, kann man das ja immer Stück für Stück dann schnell machen. Was? Was hast du getan? So. Ja, und hier müssen wir mal einen Weg finden. Ist ja ein bisschen eng hier. Vor allem das Zinkwerk, wo soll denn das hin? Ja. Jetzt, wo ich das hier so sehe, schon schwierig. Also eigentlich hier, so in dem Bereich. Wir müssen ja leider ganz außen rum. Das Salzfeld, ja. Warte mal, was ist das jetzt genau? Salty Rock. Ja. Es gibt andere Methoden, an Salz zu kommen. So, achso, jetzt braucht ihr natürlich auch noch 1, 2, 3 Signale. So. Wenn ich das Quarzfeld vorher abgetragen hätte, dann wäre da ein schöner Platz für das Zinkwerk. Aber so. Würde ich mal sagen, wir bauen das dann hier. Eventuell lasse ich noch Platz auch hier für eine Zugstrecke als Trenner, dass die hier irgendwie lang geht. Da muss ja auch der eventuell Borax noch mal abgeholt werden oder so, ich weiß nicht.
erstmal so ins Nichts. Sind gar nicht geht, bauen wir die wieder ab. Ach so, genau, das blinkt da oben die ganze Zeit. Wir wollten ja hier Biotechnologie erforschen. Um was damit zu machen? Irgend so eine Flüssigkeit. Hier die. Formamid. So, jetzt brauchten wir hier. Ich würde sagen, an die Seite machen wir dann so eine Ölstation oder so. Also Flüssigkeitsstation. Dass wir das hier mal wegmachen. Und da kommen stattdessen Flüssigkeiten hin. Schon mal ein paar Pumpen. Muss da noch ein Bahnhof hin. Das kann ich auch eben bauen. Machen wir hier aber auch Pumpen. Das ist falsch. Habe ich Offshore-Pumpen gebaut. Oh Mann, 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 Mann. Ich packe die Offshore-Pumpen mal eben weg. So, normale Pumpen. Tanklager, vielleicht machen wir die sogar hier in den Streckenbereich mit rein. Ich weiß aber noch nicht, was ich jetzt da überhaupt brauche. Muss ich nochmal zu dem Zinkbereich zurück. Gehen, da haben wir das, also genau, das Sandcasting. Heavy Oil. Ja, werden wir das hier mit dem Zug anliefern? Wahrscheinlich schon. Ach, und Tailings muss hier wieder weg. Was haben wir mit Tailings gemacht? Nächste Lied. Ja, das machen wir jetzt hier nicht nochmal. Tailings wird dann hier abgeführt. Eisenstangen brauche ich dafür auch. Ey, Wahnsinn. Wie aufwendig das ist. Das ist aufwendiger als das Alu-Ding.
Gut, dann sagen wir hier einfach mal. Das ist Zink Abholung Tailings. Und das hier ist Zink Anlieferung Heavy Oil. So, dann habe ich eine Vorstellung für die Tanks. Machen wir beides wieder solche. Die sollen ja hier dann reinpassen. Dann kann man direkt am Bahnhof immer schön sehen, wie viel ist da eingelagert. So, ein Platz, zwei Platz, drei Platz. Und ich würde sagen, wir machen auch einen Underflow-Valve da noch rein, dass der Tank hier nicht komplett gefüllt wird. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich mach's jetzt einfach mal. So. Das Erz muss hier runter. Da brauchen wir noch Eisen. Stangen, Eisenstangen. Boah. Ich habe jetzt einfach keine Ahnung, wie viel. Weil ich ja von hinten angefangen habe, mir das hier anzugucken. Und habe dann einfach gesagt, hiervon brauchen wir halt 8 Stück. Dann brauchen wir Impact Crusher. 8, also 4, 20, 5, okay, das... Mit den 8 passt es dann genau, dass diese 5 pro Sekunde. Die machen 2 pro Sekunde. Brauchen wir also 2,5. Kriegen wir Zink Grade 2 auch noch woanders her? Ja, das haben wir aber jetzt noch nicht. Okay. Ja, also würde ich sagen, dann halt 3 von den Impact Crushern. So, wir bleiben aber jetzt bei den 2,5. Also 5. Achso, ne, warte mal, die machen. Ha! Wir brauchen ja 5 pro Sekunde. Die machen 1 pro Sekunde, also muss ich doch 5 von den Dingern haben. So.
Dann brauchen wir Grade 1. Davon brauche ich auch 5 pro Sekunde. Die machen mal 1,5. Das heißt, ich habe 1,5 in 4 Sekunden. Wenn ich 4 Maschinen nehme, habe ich 1,5. Wenn ich 12 Maschinen nehme, habe ich 4,5. Ich muss mal eben gucken. Muss mal eben Taschenrechner bemühen. Also, wenn ich jetzt sage, 14 Maschinen produzieren mir 1,5 Zink Grade 1 jeweils, brauchen dafür aber geteilt durch 4 Sekunden, bin ich bei 5,25. Ja, das ist okay. Ich könnte vielleicht auch auf 13 Maschinen runtergehen, das mache ich aber auf gar keinen Fall. Das bringt ja Unglück, wissen wir ja alle. Also brauche ich aber auch 15 Eilensticks pro Sekunde. Die bringen mir 6 pro Sekunde, also 3 Automated Factories. Da muss ich jetzt erstmal anfangen. Automated Factories habe ich jetzt hier nicht. Wo baue ich das hin? Gerade noch zwei Vorsignale. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann vergesse ich das und irgendwann stehen hier die Züge komisch rum. Sollte passen. Eisen haben wir hier oben. Fangen wir mal damit an, dass wir das auch runterlegen. Einmal so. Oh ja, dann brauche ich noch das Zeug hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ist fast nur unterirdisch, was ich hier brauche. Müssen wir gleich mal eben gucken, wo das jetzt hier runterkommt. Hier. Eigentlich hier so. So, da käme das Eisen an. Jetzt ist die Frage, mache ich jetzt hier noch mal so eine Eisenstickfabrik rein? Warum nicht?
könnten das so legen. Und dann. Jetzt habe ich die Foundries noch nicht, die Fabriken noch nicht. Ich darf mir die auch nicht in den Weg legen. Ich würde die also vielleicht so runter bauen. Von Nord nach Süd. So. Weil es ja da links gebraucht wird, dann da wird es dann vorbeilaufen. Ansonsten hätte ich es auch hier hinten drunter bauen können. Immer noch keine Fabriken da, weil ich noch den anderen Kram hier baue. Das heißt aber, die sind, was haben die für Ausmaße? So, glaube ich, ne? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Greifer runter. So. Mal hier vorbei. Nicht direkt am Gleis, vielleicht will ich da ja noch irgendwas hinsetzen. So, dann haben wir da die 1. Die kommen dann hier runter. Die erste Fabrik ist übrigens da, dann können wir direkt mal sehen, ob das passt. Nee, passt nämlich nicht, ist nämlich ein breiter. Alles klar. So, passen aber drei untereinander. Ja, es könnte passen. Könnte schon mal den bekommen. Der Einfachheit halber bin ich auch gerade mal am Überlegen, ob wir das nicht so machen, dass beide Seiten des Bandes auf jeden Fall immer befüllt werden. Das würde dann bedeuten, so. Und wir brauchen ja doppelt so viel Eisensticks wie Eisenplatten, also passt das da auf der rechten Seite? Dass wir da jeweils nur einen Greifarm haben. Thank you.
Und es ist wie dafür gemacht. Passt genau. Dann machen wir das hier vielleicht sogar so. Übrigens bei 1-Sticks mache ich es natürlich auch nicht so, dass ich eine zentrale Produktion dafür baue, die dann überall verteilt wird, sondern solche Sachen werden dann immer vor Ort hergestellt, da wo sie gebraucht werden. So. Fehlt noch ein Arm. Und ein Arbeitsauftrag. So. Warte mal, hier fehlen mir auch noch Signale. Was habe ich denn hier gedacht? Habe ich mir hier denn dabei gedacht? Und hier, die wurden auch nicht mitkopiert von oben, weil ich sonst zu viel anderen Müll mitkopiert hätte. Na gut. Warum bauen die eigentlich keine Einsticks? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Ja. Was ist das hier? Hä? Wo führt das hin? Ach so. Genau. Habe ich erst in der gestrigen Folge gemacht. Da brauchen wir Zeug für oben. Muss man dann gucken.
So, ihr seid jetzt mal durch, wunderbar. Die Ärmchen sind derzeit noch ein bisschen zu langsam für die Fabrik, aber das gibt sich. Das Band ist ja auch jetzt zu langsam. Das Erz wurde verarbeitet in Ball Mills. 15 brauchte ich von dem Zink Grade 1, oder? Ja, ist 1 zu 1 hier. Was tut er? Warum fährt er hier lang? Oh, ich weiß das. Die müssen wir hier alle mal umbenennen. Er wollte jetzt nämlich hier wieder Eisennachschub holen von Main und hat da gesehen, es gibt ja eine Station, die hier unten genauso heißt. Nehmen wir doch einfach die. So, hier müssen wir jetzt achso, genau. Ich war gerade hierbei. Das sind dann wieder die 14 Stück, oder? 1,5. Ja, 14 Ballmills. Na, das passt doch. Danach fehlt mir Stahl. Mal sehen, ob ich hier ein bisschen was abgreifen kann. Nicht so ganz viel, ne? So, wo packen wir 14 Ballmills untereinander hin? Die müssen auch wieder einen direkten Zugang zu ihrer Nachbarfabrik haben, oder? Also hier, die geben ein allerlei Kram raus und übergeben es 1 zu 1 in die Impact Crusher. Ein in 4 Sekunden.
Ne, warte mal, hier sind es dann. Achso, da hatte ich gesagt 5. Warum hatte ich da gesagt 5? Ja, weil die 2 Sekunden brauchen, ja, ist klar. In 5 Impact Crusher, ne, die können also. Das passt auf ein Band auch drauf. Der andere Kram auch. Ich überlege, dass ich dann vielleicht 2 mal 7 mache. Statt 1 mal 14. Die waren relativ klein, ne, die Ballmills. Die ersten kommen jetzt. Naja, also mittelgroß, sagen wir mal. Die brauchen beide Eisenstangen. Passen keine 7 hin untereinander. Das Gleis ist schon mal eine doofe Idee. Wenn wir dann Anschluss brauchen nach rechts, dann müssen wir das irgendwo anders machen, aber nicht hier. Warte mal, Signal, das kann ruhig da stehen bleiben. So, jedenfalls können wir die Eisenplatten, die Eisenstangen hier lang legen und das, die Ausgabe von dem Zeug können wir hier in die Mitte legen. Also auch in die Mitte legen. Vielleicht die Abfallprodukte oder so, ich weiß es noch nicht genau, was wir damit überhaupt machen. Vielleicht auch hier einfach weg über den Bahnhof. Was haben wir? Das Soil und Stein. Das brauchen wir beides nicht. Ne? Konnte man Stein zu Gravel machen? Ja, genau, dann machen wir das so. Genau, machen wir ja auch oben schon. Und Soil brauchen wir für ganz viele verschiedene Sachen. Sand und Tailings wieder. Ja, okay, das muss ich mir dann nochmal überlegen. Jedenfalls.
Oh ja, hier muss es dann eigentlich langlegen. Das wäre blöd. Ne, du machst es noch mal hier so. Kriegen wir schon hin. Ja, was ist jetzt eigentlich mehr? Zoll und Stein ist gemeinschaftlich eigentlich mehr. Aber trotzdem, das würde ich gerne hier einfach abführen, vielleicht sogar nach links oder so. Hier nach rechts entsteht das Zinkwerk. Wir machen also hier Soil und Stone. So, dann brauchen die noch die Iron Sticks. Jetzt muss ich nochmal eben nachgucken, wie viel die genau davon brauchen. Also 3 in 4 Sekunden war es, glaube ich. Ich meine, ein roter Arm schafft das. Sieben rote. Strom ist übrigens nur wenig. Ist schon fast ein bisschen beunruhigend. So, dann muss hier innen das Erz langlaufen und hier wäre dann die Ausgabe von Zink. Das heißt, wir brauchen eigentlich noch mal ganz viele rote Arme. Okay.
Ach so. Ach Mist, die müssen ja. Ha, geht gar nicht so einfach. Das müssen ja intelligente Ärmchen sein, die rauslegen. Sonst funktioniert das ja nicht. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja. Ja. 5 in 4 Sekunden, auch das schafft ein roter Arm. Reinlegen, dann über die hier. Ich habe es gerade falsch rum. Ja. Warte mal, das kann bleiben. War gut. Aus hier. Das andere Rausband kommt da an, dann haben wir es wieder auf beiden Seiten des Fließbandes. So, für euch bitte Zink Grade 1. So, hier würde das Erz einlaufen, also einmal Erz. Später kommt es ja vom Bahnhof dann. Und das hier abgeerntet ist, was noch sehr lange dauern wird. Hier brauchen wir eigentlich noch ein zweites Band. Vorerst erstmal ein Band. Und später, wenn wir da mehr Erzförderer hinsetzen, dann haben wir auch ein zweites. So,
Die arbeiten schon. Ja, hier noch nicht. Fehlen auch noch die roten. So, jetzt müssen wir das Geröll hier irgendwie entsorgen. Und machen wir hier direkt einen Splitter. Dann weiß ich es noch nicht genau. Wir sagen auf jeden Fall mal Ausgang rechts wird Zoll, weil ich Zoll hier in dem Zinkwerk gar nicht brauchen kann, wahrscheinlich. Es sei denn, wir verarbeiten zu Sand. Kann natürlich auch sein. Noch was ist nicht in Ordnung. So, jetzt sogar noch hin, wunderbar. Und Steine legen wir nach rechts. Die werden wir auf jeden Fall zu Gravel verarbeiten. Und da wäre es auch ganz gut, den Jawcrusher, der das macht, hier schon direkt ranzusetzen. Ein bisschen von dem Borax werden wir möglicherweise dann nicht abbauen hier, das ist dann halt so. Steine zu Gravel ist richtig. Und Zoll packe ich jetzt erstmal in eine Kiste. Ihr wisst, was das bedeutet. Irgendwann wird das Werk hier nicht mehr arbeiten und ich werde mich wundern und werde dann die Kiste davor finden. Aber dann werde ich mich halt dann darum kümmern. Jetzt muss ich mich auch um andere Dinge kümmern. Zink Grade 1. Geht durch einen Impact Crusher. Da haben wir, meine ich, 5 Stück gebaut.
gleiche Größe hier. So. Das wird weiter verarbeitet. An ganz vielen von denen. 10 haben wir, glaube ich, vielleicht sogar gebaut. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Muss ich also aufs Band legen, kann ich nicht 1:1 verbinden. Wenn ich 10 gebaut habe, habe ich vielleicht auch ein Problem. Vielleicht stimmt das die ganze Berechnung dann nicht hundertprozentig. Ja. Wie machen wir das jetzt am sinnvollsten? Ihr schnappt euch pro Sekunde. Ein. Ich mache den noch einen weiter nach rechts. Das gefällt mir sonst nicht ganz so gut. Fünf rote und 10 intelligente. Oh, Strommasten sind alle. Kann ich auch nicht per Hand craften. So, du legst hier Sand raus, bitte. Das wird auch noch aufgeschoben. Wir legen das erstmal in eine Kiste. Muss ich mir gleich nochmal überlegen, wie wir das genau umsetzen.
Oder gehen die erst runter und dann hoch? 8 Maschinen. Nee, oder wie viele Dinger haben wir da? Ich kriege ja gar nicht vernünftig aufgestellt. Soil-Extrakt habe ich 10. Wo machen wir das andere hier? Hydro-Classifier habe ich doch gebaut. 8 Stück. Ja, okay. Dann passt das ja. Ja, die sind ganz schön groß. Ich muss das Band mal eben doch so setzen, dass ich den Abstand einschätzen kann. Wenn ich die direkt aneinander setze, habe ich wieder Probleme, die Strommasten zu setzen. 2, 3, 4. Das haut so nicht hin. Also 2x4 wäre besser. Das heißt, wir beginnen dann auch hier. Der geht da runter. Jetzt brauchen wir da ein Eingangsband. Ah ne, das kann das sein. Es geht einmal in U-Form um die Maschinen rum. Das Fließband links von der Maschine, die ich jetzt gerade in der Hand habe. Das geht einmal in U-Form nach oben, rechts und dann wieder nach unten. In der Mitte kommt dann die Ausgabe. Brauchen die sonst noch was, wenn ich die jetzt einfach mal sage? Also kann ich jetzt natürlich nicht. Ich habe kein Rezept gerade für euch, weil die Forschung noch nicht durch ist. Die Forschung scheint zu stehen übrigens, das ist schlecht. Also die brauchen noch Wasser. Wasser ist ja kein Problem, Tailings ist kein Problem. Dann würde ich mal sagen, weiß ich nicht, wo genau der Anschluss ist. Die haben ja eine gerade Kantenlänge, also 2 Felder als Mitte. Dann würde der da so. Und er hier so lang gehen. Achso, genau, es sind jetzt ein bisschen viele. 4 Stück. Da oben kann dann noch die Wasserproduktion oder so hin. Habe ich hier so einen riesen Abstand genommen. Das ist schlecht. So. Ich brauche noch 8. Warte mal, der schafft es möglicherweise gar nicht. Also wir haben ja 5. Einer schafft es nicht, 2 zu versorgen. Also müssen wir hier mal das so bauen. 2. Ja, geht das auf jeden Fall.
Okay, die brauchen Wasseranschluss. Wie viel Wasser saufen die so? Viel. 1600. Ach, also 200, nee, doch nur 200 pro Sekunde. Da reicht also ein Pumpcheck. So, wo war jetzt Tailings? Rechts oder links? Sehen wir hier am Bahnhof. Rechts ist Tailings. So. Okay, dann packen wir Wasser in die Mitte. Dementsprechend der Pump Jack. Hier gefällt er mir eigentlich nicht, er würde mir hier besser gefallen. Naja, Strommasten sind nicht da. Ich denke, das reicht dann auch mit dieser Folge. Dann habe ich die Gelegenheit, noch ein bisschen Material nachzuholen, also Strommasten und so. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Also bis dann. Tschüss.